Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt wieder in Jerusalem. Hinter mir sieht man die Altstadt, bin gerade am Ölberg herum. Und ich kann euch ein kurzes Stimmungsbild geben, damals, wie es für mich war, am 7. Oktober. Heute am 7. Oktober 2023, dieser Raketenangriff aus dem Gazastreifen. Also ich glaube, es sind mehr als 2500 Raketen abgefeuert worden. Und das ist für einen Österreicher jetzt schon eher ungewöhnlich. Alter, kurz die Lage da. Bin dann gut einen Monat daheim geblieben und kann jetzt meinen Zivildienst wieder weitermachen hier in Jerusalem. Ich mache meinen Zivildienst nämlich im österreichischen Pilgerhospiz. Das ist ziemlich mitten in der Altstadt. So, da, damit man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann. Ich bin noch gerade am Rooftop vom Hospiz. Ziemlicher Touri-Hotspot, also weil man ziemlich schönen Blick so auf Jerusalem hat. Im Hintergrund diese Kirche mit den blauen Kuppeln, ist die Grabeskirche. Da im Hintergrund der Felsendom. Da unten ist direkt die Via Dolorosa, also die dritte Station, die ist an unserer Hausmauer. Und ich habe mir gedacht, ich gebe so eine kleine Roomtour. Also eben die Fassade Via Dolorosa Richtung Lionsgate. Also das ist so der Haupteingang, das sind noch zwei so Tower oben. Dann haben wir die Lobby, die Rezeption mit dem netten Jeremias. Genau, und wenn man von der Rezeption nach links geht, kommt man zum Café, das Café Triest. Da arbeiten wir als Zivis, vor allem auch hinter der Kaffeemaschine. Und da geht es dann gleich weiter aus in den Garten. Und das ist dieser Gastgarten, da kann man extrem gut chillen. Einen Kaffee schnabulieren. Und wenn man da vom Gastgarten weitergeht in die Private Area, kommt man zum Schwesternhaus. Das sind unsere Zimmer. Für die meisten, für die Zivis. Und so schaut mein Zimmer aus. Und ich möchte euch zeigen, wie ich meine Off-Tage gestalte, wie ich diese ganzen Orte so wahrnehme und einfach so ein bisschen einen Einblick geben, wie mein Zivildienst da abläuft. And we're live from occupied East Jerusalem, covering the latest political developments and impact. Time with a turn. Guten Morgen, 6.20 Uhr oder so. Bin gerade auf dem Weg zum Bus. Heute geht's nach Bethlehem. So, jetzt bin ich da angekommen in der Westbank durch den Checkpoint durch. Checkpoints sind so, soll man sagen, so Grenzübergänge, damit Palästinenser nach Israel rein können. Und da stehe ich zum Beispiel jetzt vor so einem ziemlich bekannten Banksy-Graffiti und gehe jetzt Richtung Geburtskirchen.
Kommentar zu dem wahnsinnig guten Outdoor-Trip. Der Martin Confus, aus Auto vorne. Genau, israelischer Verkehr ist echt ein Erlebnis, muss man sagen. Und wir sind jetzt am Toten Meer. Letzten Sonnenstrahlen, es ist ein Volltraum. Jawohl! Oh, jetzt vloggt er. Hallo, meine Freund! Gerade im Bildschirm und dann siehst du es selber. Ah ja, stimmt auch wieder. Hey, das ist ein Hightech, Alter. Habe die Ehre. Er hat so eine Ehre, hey. So ist er. So ein Ding, was komplett normal ist in Israel, alle Fetzen mit irgendwelchen Waffen umherum. Und da sind die zwei allergrößten Waffen. Ein Wahnsinn. Wollen wir unseren Lambo einmal starten? Ist das wahnsinnig, der Schulter bei 4,5. Wo sind wir denn? So, dala. Wieder mal ein Trip. Heute in Galiläa, da ist der See Genezareth. Und ja, ich schaue mir jetzt mal die ganzen biblischen Orte an und probiere da ein bisschen was zusammenschneiden. Punkt, den ich sagen wollte, ist, ich habe mir so gedacht, ja, okay, ich bin bei den Legionären, die haben so eine Art Hotel, aber wahrscheinlich bekomme ich da vielleicht irgendwie so ein Gästezimmer, so ein altes oder so. Und dann gehe ich da einfach so ein Zweibettzimmer mit komplett fancy, oder? Also, da lässt sich leben. So, der Sonnenaufgang, ich bin da gerade am Mount Abel. So schaut es aus. Hinter mir ist eine ziemlich große Höhle. Der Pater Iman, der macht seinen Insta-Livestream, der macht jeden Morgen so eine Meditation zum Sonnenaufgang und filmt das Ganze. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Und genau, hinter mir ist gerade die Sonne aufgegangen, See Genezareth. Oh, ich mag die Gegend echt sehr, muss ich sagen. So, da. Hinter mir kann man Ausgrabungen von Bethsaida sehen. Was ist Bethsaida? Also soweit ich weiß, ist das dort, wo Petrus und Andreas gewohnt haben, aufgewachsen sind. Quasi so, wo sie an der Fischfang auch begonnen haben. Und es gibt auch weiter nördlich gibt's auch Bethsaida. Aber das ist durch die neueren Ausgrabungen auf alle Fälle nicht mehr so wahrscheinlich wie dieses. Also ja, ich finde es irgendwie schon sehr eindrucksvoll. Es ist ziemlich lonely da und ja, recht, es wird immer noch gegraben so und geforscht da.